Ein Intercity Richtung Hamburg rauscht über die mittleren Gleise. Von Rothenburg-Wümme bis Buchholz ist die Strecke nun dreigleisig. Schon ab 1978 wird die Rollbahn zur Schnellfahrstrecke ausgebaut. In Etappen bis 1990. Die Dreigleisigkeit erlaubt nun solche Überholmanöver. Am Güterzug geht es rechts vorbei. Durchfahrt in Buchholz. Der Bahnhof ist auch Ausgangspunkt für die Heidebahn, deren Züge über Soltau bis nach Hannover fahren. Im Einsatz ist hier der Heidesprinter mit Lindt-Triebwagen, betrieben von der Eriks GmbH. Ausgehend vom Rangierbahnhof Maschen mündet in Buchholz auch eine Güterumgehungsbahn in die Rollbahn. Maschen gehört derzeit zu den größten Rangierbahnhöfen Europas. Über die Verbindung zur Rollbahn gibt es einen direkten Weg ins Ruhrgebiet oder nach Bremen. Die ständig rollenden Güterzüge haben der 355 Kilometer langen Strecke den Spitznamen gegeben. Je nach Tageszeit sind es mal mehr oder weniger Züge, die von Nord nach Süd oder umgekehrt die Gleise nutzen. Das Bild ist bunt gemischt. Neben DB Schenker Rail sind die Privaten gut vertreten. Eine 151 rollt im Bahnhof Hamburg-Harburg. Harburg liegt bereits im Bundesland Freie und Hansestadt Hamburg. Der neungleisige Bahnhof ist die wichtigste Station südlich der Elbe und Schnittpunkt der Trassen nach Hannover und Cuxhaven. Die Nähe zum Rangierbahnhof Maschen sorgt auch für viele Güterzüge. Wir fahren weiter auf der Rollbahn. Am Kilometer 345 wird die Süderelbe auf der gleichnamigen Brücke überquert. Fern-, Regional- und Güterverkehr teilen sich jetzt die Trasse. Dazu kommen noch die Gleise der S-Bahn. Die Norderelbe wird überquert. Alte und neue Brücken überspannen den Flusslauf. Thank you.
Wir nähern uns dem Hamburger Hauptbahnhof. Rechts schwenkt die S-Bahn aus Hammerbrook ein. Der Hamburger Hauptbahnhof. Mit 500.000 Reisenden täglich eine der meistfrequentierten Stationen Deutschlands. 8 Fern- und 4 S-Bahn-Gleise liegen in der großen Bahnhofshalle.